Das ist Felix. Die Gerichte an seiner Schule sind nicht sehr klimafreundlich. Das möchte er ändern. Dafür guckt er sich den Speiseplan ganz genau an und findet schnell heraus, welche Lebensmittel klimafreundlich sind und welche das Klima eher belasten. Das Gericht Nudeln Bolognese wird in Felix' Schule zum Beispiel sehr gerne gegessen. Die Hauptzutaten dafür sind Nudeln, Tomaten und Hackfleisch, meist vom Rind. Am meisten Klimagase spart man in diesem Gericht, wenn anstelle von Rindfleisch Tofu verwendet wird. Aber auch bei Tomaten können Klimagase eingespart werden, je nach Anbau und Transportweg. Tomaten aus der Region sind am klimafreundlichsten, allerdings nur während der Tomatensaison. Felix hat also verschiedene Möglichkeiten, in einem Gericht Klimagase einzusparen. Bei einigen Gerichten kann er auch damit anfangen, indem er die Fleischmenge reduziert. Viele Gerichte schmecken aber auch ganz ohne Fleisch, sehr lecker. Zum Beispiel Falafel mit Brot und Salat. In Gemüsecremesuppen kann Felix Klimagase sparen, indem er statt Kuhmilchsahne einfach pflanzliche Sahne verwendet. Mit pflanzlichen Alternativen zu Joghurt, Quark und Sahne können auch Dips, Soßen und Süßspeisen klimafreundlicher werden. Nicht zu vergessen bei der Klimabilanz ist der Lebensmittelabfall. Durch die Herstellung hat jedes Lebensmittel bereits Klimagase produziert, auch wenn es im Abfall landet. Wenn Felix also 10% weniger Lebensmittel einsetzt, spart er automatisch 10% der Klimagase. Um genau zu wissen, wie viele Gerichte er zubereiten muss, sagt ihm die Schulleiterin, wie viele Kinder krank sind oder auf Ausflug. Nach ein paar Monaten hat Felix schon viele leckere pflanzliche Gerichte gesammelt und weiß genau, was den Kindern davon besonders gut schmeckt. Und weil die neuen Gerichte viele gesunde Zutaten enthalten, sind auch die Lehrer, Eltern und die Schulleiterin zufrieden.